Hi, ich bin Helen. Ich zeige euch heute meine Bewerbungsmappe für den Studiengang Freie Kunst. Ich wurde an der Kunstakademie in Münster angenommen und genau, habe damals auch, als ich meine Mappe eben vorbereitet habe, ziemlich intensiv danach gesucht, irgendwie auf YouTube, um ein bisschen Inspiration oder sowas zu finden. Aber es gab nicht so viel auf YouTube irgendwie und deswegen dachte ich, dass es vielleicht irgendjemand helfen könnte und genau, deswegen würde ich sagen, starten wir gleich mal. Genau, ich habe angefangen mit einem Selbstporträt, weil ich eben ziemlich gerne Porträts male und mir das halt ganz gut gefallen hat. Und ja, man sieht mich mit Maske, die ich nicht richtig über der Nase trage. Das Bild heißt Verzweiflung. Ich bin auch teilweise ein bisschen verzweifelt während der Mappenvorbereitung. Aber genau, ich wollte mit einem Banger starten, mit einem Bild, was mir halt gut gefällt und deswegen habe ich das genommen. So, dann als zweites, man muss noch dazu sagen, dass ich meine Mappe so ein bisschen in Themenbereiche eingeteilt habe, damit es so eine Art roten Faden gibt. Ist jetzt auch nicht wichtig oder so, aber ich habe dann eben angefangen mit dem Thema Reisen. Also ich war, bevor ich die Mappe gemacht habe, eben viel reisen und habe dazu dann ein Buch angefertigt. Das war das erste Buch, was ich jemals gebunden habe mit irgendeinem YouTube-Tutorial. Das fällt mittlerweile auch schon ein bisschen auseinander. Genau, ich habe mir so eine Weltkarte bestellt, das da irgendwie so drum geklebt und dann eben jede einzelne Seite mit Skizzen und irgendwie so eine Art Tagebucheinträgen und Fotos. Und ja, das ist dann so entstanden. Das hat ziemlich lange gedauert, mit am längsten eigentlich von den Arbeiten aus meiner Mappe. Aber es hat auch mega viel Spaß gemacht und ist halt wirklich auch sowas für mich auch gewesen, so ein bisschen. Ja, und das fand ich eigentlich ganz gut, weil man mich dann irgendwie auch direkt, glaube ich, ganz gut kennenlernt, weil es halt wirklich, wirklich sehr persönlich ist. Ich muss auch echt gucken, was man hier lesen kann. Ja, aber genau, das war eben die zweite Arbeit. Dann passend dazu hatte ich auch noch so ein kleines Sketchbook angefertigt. Ich habe auf jeden Fall einen Mappenkurs gemacht und mir wurde gesagt, dass das ganz gut ankommt. Hier sind dann eben so schnelle Zeichnungen irgendwie. Ja, irgendwie so schnelle Zeichnungen von irgendwie Orten, Erinnerungen von meiner Reise auch. Manchmal so kleine Sprüche dazu. Nichts Besonderes, aber ja. Dann als nächstes habe ich eine Serie mit reingenommen. Und zwar sind das so DIN A4 Bilder auf braunem Papier. Das sind auch eher schnellere Zeichnungen. Und zwar stellt das Szenen da von einer Zugfahrt. Steht auch hier oben. Und dann habe ich immer so die Uhrzeit dazu geschrieben. Das ist natürlich nicht wirklich auf der Zugfahrt entstanden, aber irgendwie fand ich die Idee ganz lustig. Und genau, ich finde es auch ziemlich cool, so auf braunem Papier mit so weißen Highlights. Und ja, also ich habe das dann im Nachhinein von Fotos abgezeichnet. Die nächste Arbeit ist eigentlich jetzt nicht speziell für die Mappe entstanden. Und zwar habe ich mein Klavier bemalt. Und das ist so ein bisschen im Lockdown entstanden und hat mir total viel Spaß gemacht. Und da habe ich eben die Fotos dann ausgedruckt und hier so zusammen aufgeklebt. Auf jeden Fall habe ich dann passend dazu noch weitere Instrumente bemalt, weil ich das ganz cool fand. Oder allgemein so Bock hatte mal auf irgendwie andere Malgründe oder Untergründe als Leinwände nur zu malen. Das war auch ein bisschen blöd. Ich habe in meiner Mappe halt ziemlich viele Sachen, oder ich habe immer auf Leinwände gemalt und am Ende musste ich das alles so vom Keilrahmen abspannen und irgendwie aufkleben. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, nicht auf Leinwände zu malen oder wenn, dann auf Leinwandstoff, aber halt nicht. Das ist so extra Arbeit, die man dann am Ende hat, die man sich eigentlich auch sparen kann. Ja. Hier habe ich eben auch noch ein Foto von der Kalimba, die ich bemalt habe. Dann hier eine Gitarre, die habe ich für einen Freund bemalt. Und noch eine Geige. Das sind jetzt Sachen, die finde ich jetzt eigentlich gar nicht so für sich stehen oder so besonders sind, aber halt so als Serie, diese ganzen Instrumente, fand ich, hat es ganz gut gepasst. Dann habe ich hier noch eine bemalte Kommode, die auch noch so mehr oder weniger zu den Instrumenten passt oder halt eben auch nicht eine einfache Leinwand ist. Genau, das war so eine IKEA-Kommode, die mich irgendwie ein bisschen
gestört hat in meinem Zimmer. Und jetzt gefällt sie mir besser. Die nächste Arbeit ist wieder eine Serie, die auch nicht auf normalem Malgrund entstanden ist, sondern auf Karton. Und zwar sind hier demonstrierende Menschen dargestellt. Da habe ich probiert, so ein bisschen schneller zu malen. Das war sowieso so ein bisschen meine Mission in der Mappe, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich nicht so, so frei male. Und ich hatte irgendwie gedacht, das kommt bestimmt, oder das wollen die bestimmt sehen, was ich aber nicht bestätigen kann, was glaube ich auch nicht stimmt. Aber das war in meinem Kopf halt so. Und genau, da habe ich so relativ schnell, keine Ahnung, 20 Minuten oder so irgendwie diese Bilder gemalt. Und im Endeffekt ist es auch so ein bisschen das, was ich auch heute in der Kunstakademie mache. Also jetzt zur Zeit, dass ich in dem Stil so ein bisschen weitergemacht habe. Ja. So, dann der nächste Themenbereich, den ich so behandelt habe in der Mappe, ist das Thema Selbstliebe oder sein Körper lieben, Körperbehaarung. Und dazu habe ich diese drei Gemälde angefertigt. Man sieht eben bestimmte Körperteile und die Behaarung und ja, dass das halt völlig normal und natürlich ist. So, dann bin ich erstmal beim Thema Körper geblieben und habe dazu Zeichnungen angefertigt. Hier sieht man eben auch ja, behaarte Körper oder eben einfach natürliche Körper. Das sind eben so Skizzen, die wahrscheinlich jetzt nicht krass überzeugend waren oder krass ausschlaggebend waren für die Mappe, aber mir haben sie gefallen, deswegen habe ich sie hier reingenommen. Ich habe allgemein lieber zu viel als zu wenig reingenommen. Auch noch später kommen Sachen, die mir eigentlich von Anfang an nicht so gut gefallen haben. Irgendwas hat mich dann doch immer dazu gebracht, das lieber mit reinzunehmen. Deswegen, ich habe echt einige Skizzen vom menschlichen Körper einfach mit reingenommen. Das hat mir auch total viel Spaß gemacht. Und das habe ich hier auch jetzt an der Kunstakademie so ein bisschen weiterverfolgt, weil hier eben ein Aktzeichnenkurs angeboten wird. Und ja, wenn ich mir das so anschaue, habe ich mich auf jeden Fall in eine ganz andere Richtung auch entwickelt. Und ich würde das heute wahrscheinlich auch nicht mehr so machen. Ja, und hier sieht man noch ein paar Menschen, die Yoga machen. Da ich mir auch so ein bisschen vorgenommen habe, ein paar verschiedene Medien auszuprobieren, habe ich damals noch mit einem ausgeliehenen iPad auf Procreate so ein paar Sachen ausprobiert. Und zwar habe ich dann so Comics gemacht zum Thema Veganismus. Also hier sieht man eben ein kritisches Comic zum Thema Milchindustrie. Und genau, und hier sieht man auch nochmal Szenen zur Massentierhaltung. Und hier ist eben ein Hund dargestellt, ein Haustier statt ein Nutztier. Und dazu habe ich dann noch weitere Sachen gemacht. Zum einen habe ich hier diese zwei bzw. das Gemälde so angefertigt. Das waren eigentlich zwei Leinwände, die ich auch wieder aufwendig vom Keilrahmen abgezweckt habe und dann hier so auf dem Papier geklebt habe. Genau, man sieht eben dann zur Hälfte Hund, zur anderen Hälfte Kuh. Und das ist auch nicht unbedingt für die Mappe entstanden, sondern also beziehungsweise ich habe halt schon viele Arbeiten extra für die Mappe gemacht. Ich habe ja auch einen Mappenkurs gemacht, aber das war eher sowas für mich, was mir dann aber auch so gefallen hat und thematisch einfach gepasst hat. Und deswegen habe ich auch noch mit reingenommen. Dann wollte ich auch unbedingt noch was Plastisches mit reinnehmen, auch nochmal zum Thema Spezizismus. Eine Hundeschnauze und eine Kuhschnauze. Und im unteren Bild sieht man eben, dass die Kuhschnauze mit Blut befleckt ist. Die nächsten zwei Arbeiten sind, finde ich, ziemlich random in dieser Mappe drin. Wurde mir auch im Mappenkurs gesagt, dass ich halt Insekten zeichnen soll. Und das habe ich dann auch gemacht mit Kuli. War relativ zeitaufwendig dafür, was es im Endeffekt ist. Und ich glaube, dass ich es wirklich nur reingenommen habe, weil es einfach lange gebraucht hat. Und dann dachte ich so, das wäre sonst irgendwie unnötig gewesen. Genau, und hier sieht man eben einmal eine Wespe aus verschiedenen Perspektiven. Hat man gerade die Wespe gesehen? Und hier noch ein Hirschkäfer. Das nächste Thema war so Thema Traum. Das sind zwei Traumbilder. Einmal hier noch mit so einer Seite aus dem Traumtagebuch. Und hier auch nochmal.
Das ist ein Albtraum. Diese zwei Bilder sind ziemlich krass am Ende meiner Mappenvorbereitung so entstanden. Und das sieht man, finde ich, auch. Also ich hatte irgendwie gar keine Energie mehr und habe mir halt so einen Kopf gesetzt, diese Idee, und fand die Idee, oder finde ich auch immer noch gut, aber die Umsetzung einfach irgendwie nicht. So, das ist ein bisschen lieblos alles. Und da habe ich dann nicht mehr so viel Arbeit reingesteckt. Und aber sind halt genau trotzdem mit drin. Würde ich heute wahrscheinlich auch nicht mehr mit reinnehmen. Die letzte Arbeit ist eine Fotoserie. Ich beschäftige mich eigentlich gar nicht so viel mit Fotografie, aber fand es ganz lustig, weil mein Zimmer einfach schrecklich aussah während diesen 2-3 Monaten, wo ich die Mappe gemacht habe. Und das habe ich eben dann vom Hochbett so fotografiert. Man konnte halt wirklich keinen Fuß mehr in dieses Zimmer setzen. Genau, aber das war im Endeffekt meine Mappe. Ich hoffe, dass es euch vielleicht irgendwie geholfen hat oder euch ein bisschen Inspiration geben konnte. Aber wie gesagt, das ist nur eine Mappe von vielen, die angenommen wurde. Alle sehen anders aus, alle sind anders. Wie auch immer, das ist jetzt nicht so der eine Weg, eben das zu wuppen. Aber genau, vielleicht hat es euch trotzdem geholfen. Und genau. Ja, bye.